heiße Sie sehr, sehr herzlich willkommen hier in der Paulinerkirche der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen. Die Idee dieser Grand Tour ist, mal auf die Nutzer von Daria.de im direkten Austausch zuzugehen, die Möglichkeit zu geben, sich mit Daria.de Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auszutauschen, ins Gespräch zu kommen. Einmal diese ganze Bandbreite, die ja sehr komplex ist bei Daria.de, vorzustellen, um dann in konkrete Gespräche zu kommen. In Zeiten des digitalen Wandels, in Zeiten, in denen die Bundesregierung sowas wie die digitale Agenda diskutiert, stellt sich die Frage, die hier aber natürlich jetzt schon seit 10 Jahren bearbeitet wird, wie sich die Geistes- und Kulturwissenschaften in Deutschland und auch in Europa aufstellen wollen, um eine nachhaltige und effiziente und effektive Forschungsinfrastruktur, digitale Forschungsinfrastruktur aufzubauen. Es geht also um die digitale Welt und die digitale Geisteswissenschaftenwelt. Und von dem Manifest der Digital Humanities von der Paris TED Camp, 18. und 19. Mai 2010, da habe ich gesagt, Open Data, Open Methods. Freier Zugang zu Daten und Metadaten, die Verbreitung, Umlauf und freie Veränderbarkeit von Methoden, Codes, Formaten und Recherchierergebnissen, das sind alles andere Sachen als in der analogen Welt. Auf der Tagesordnung steht zunächst mal eine Einheit mit Vorträgen, in denen die Arbeitsschwerpunkte von Daria.de präsentiert werden. Und daran anschließend präsentieren wir einen sogenannten DH Slam. Da gibt es sehr, sehr viel Input in sehr kurzer Zeit. Okay, und wir beginnen mit Thomas Kollatz und Annotationen in Daria.de. Ich darf Ihnen die Daria.de Annotation Sandbox vorstellen. CENDARI steht für Collaborative European Digital Archive Infrastructure. Ich hatte die Chance, in Daria 2 mich mit einem Bildannotationstool eben zu beschäftigen. Sie haben geisteswissenschaftliche oder kulturwissenschaftliche Forschungsdaten. Und ich wollte gerne vorstellen, das Thema meiner Masterarbeit. Mit Hilfe des Vergleiches der verschiedenen Datensätze, was Daria GeoBrowser auch ermöglicht, könnte ich zeigen, dass tatsächlich Protestanten, Katholiken und Juden versuchten, 1837 einen gleichwertigen Dialog zu führen. Kurzum, in jedem Fall sollten Sie mal ins DHD-Blog gucken. Das Thema Lizenzen ist meistens verlässlich blutdrucksenkend und das zählt auch für die bisherigen Angebote. Wir wollten es diesmal etwas anders machen. Und das hat auch was mit dem Drachen zu tun, den Sie da auf der Folie sehen. Das erkläre ich aber gerne morgen am Poster. Da gibt es nämlich eine Anekdote zu. Ein Beispiel davon ist die generische Suche. Und ich werde später noch mal 3 Minuten bekommen. Ich habe getrickst. Den Einstieg in die Landschaft noch sehr viel besser gestalten wird. Haben wir unter anderem das TextGrid Laboratory genutzt. Twitter und anderen Möglichkeiten mit Deep Links. Danke sehr. Punkt. Vielen Dank. Sie haben jetzt jede Menge tolle Tools gesehen, schöne Projekte gesehen, sind wahrscheinlich heiß, die alle auszuprobieren. Aber wahrscheinlich haben Sie auch eigene Entwicklungen, eigene Tools, bei denen Sie sagen, das passt ja vielleicht auch ganz gut in Daria rein. Haben wir die Möglichkeit, das in Daria reinzubringen? Und die Zusammenfassung dafür lautet einfach, ja, ja, das geht. Am Abend haben wir noch ein weiteres Highlight, das ist der Vortrag von Professor Friederike Fless, Präsidentin des Deutschen Archäologischen Instituts in Berlin, die seit vielen, vielen Jahren mit Digital Humanities, mit digitalen Technologien arbeitet. Ihr Thema lautet
Herausforderungen und Perspektiven der Digital Humanities. Gleichzeitig ist ja das Spannende dabei, was dann geisteswissenschaftlich spannend ist, in der Art, wie jemand ein GIS gemacht hat oder in der Art, wie jemand seine Daten sortiert hat, steckt ja auch wissenschaftsgeschichtlich unendlich spannendes Potenzial. Und die Frage ist, zerlegt man das dann alles und überführt es in Standardsysteme oder kann man eigentlich diese Individualleistung mit abbilden? Und da sind wir in vielen Bereichen noch nicht so weit, auch mit der Datenpublikation noch nicht, dass man diese intellektuellen Zwischenspielräume abbilden kann. Also sich regelmäßig auch face-to-face zu treffen, ist essentiell. Keine Webseite, keine Telefonkonferenz, kein virtueller Forschungsraum ersetzt das unmittelbare Gespräch. Und was wir hier erreichen wollen, das ist eben auch mal abzufragen, herauszufinden, wie nehmen Nutzer Daria.de wahr, wo gibt es vielleicht noch Lücken in der Außendarstellung, was kann man noch besser machen. Wir freuen uns, dass Sie alle hier waren, dass wir so einen regen Austausch hier zustande bekommen haben. Wir freuen uns, Sie das nächste Mal wieder hier oder auch anderswo in Deutschland zur nächsten Daria Grand Tour begrüßen zu können.